Happy Monday, ihr süßen Mäuse, und heute bin ich voller Freude, euch viel frisches Obst zu bringen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Wochenende. Der frühe Vogel, gestern ist ein bisschen alles durcheinander gekommen und deswegen ist heute alles durcheinander. Deswegen dachte ich mir, komm, Mäuschen, steh auf, fang an. Los geht's. Ich habe heute nämlich einige Produkte aus der Gotta Crush and Apricots LE Essence hier und ich habe dazu eine Meinung. Ich glaube nämlich, dass das eine der besten LEs aus der Drogerie von Essence der letzten Jahre war. Aus einem ganz bestimmten Grund. Dazu kommen wir aber gleich und ich würde vorschlagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende und es geht euch gut. Unser Wochenende war, sagen wir wie es ist, ich glaube man sieht es mir an, durchwachsen, aber... Ich freue mich sehr, dass wir heute hier gemeinsam hergefunden haben, denn die LE ist schon ziemlich leer geräubert gewesen bei mir. Es gibt ein Produkt, was ich gerne gehabt hätte, was ich aber nicht mitgenommen habe, und das ist der Freckles Pen. Es gab auch noch ein Scrunchie, aber was soll ich hier bei meinen drei Flusen da auf dem Kopf noch mit einem Scrunchie machen? Essence hat eine Kollektion rausgebracht, die rund ums Thema Aprikose geht. Ich werde oft, glaube ich, jetzt auf Pfirsich ausweichen, weil Pfirsich... Für mich ist es sehr ähnlich. Es ist zwar ein anderes Obst, aber... Die Farbe ist sehr inspiriert davon, von der anderen. Und die haben viele Produkte hier, die sehr, sehr gut sind. Mit dem ein oder anderen günstigen Schätzchen zu einem High-End-Produkt. Deswegen, let's go. Ich habe mich hier gerade aus Versehen gekratzt, als ich meine Haare machen wollte. Aber wir machen einfach mal mein Make-up mit drauf. Denn ich habe das erste Mal seit langem wieder einen Schwamm mit aus der Drogerie genommen. Und das ist der Fuzzy Face Sponge. Und wenn ihr euch erinnert vor... Ich würde jetzt mal schon sagen, es sind bestimmt schon... fünf Jahre her, ist Niki Tutorials mit einer Marke viral gegangen. Ich glaube, die hieß Juno and Me. Und die hatten Beauty Sponges. Die sind an der Oberfläche geflockt. Also es ist eine ganz weiche Mikrofasertextur, die dafür sorgt, dass das Make-up noch krasser aussieht. Ich habe die irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren und bin dann einfach bei den klassischen wieder gelandet, aber die sind so genial. Die fühlen sich erstmal sehr, sehr weich an. Ihr könnt die für Puder benutzen und dass das jetzt in der Drogerie-LE ist, finde ich ziemlich, ziemlich gut, weil das etwas ist, was man vielleicht sonst so nicht in der Drogerie findet und es passt natürlich wie Hintern auf Eimer in diese Kollektion. Und der sorgt einfach beim Auftrag der Foundation für ein unglaublich schönes Finish. Ich nehme jetzt hier meine Lancôme Foundation. Die steht hier nämlich gerade rum. Und ihr braucht durch diese Textur des Schwammes nicht viel, weil die ähnlich beschichtet ist wie ein Pinsel. Arbeite mir das erst hier rein. Und ich glaube, das täuscht, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Make-up dadurch ein bisschen matter wird. Oder so ein bisschen pudriger aussieht. Was dafür sorgt, dass das alles einfach... richtig, richtig schön gleichmäßig ist. Hui, ich habe doch, glaube ich, ein bisschen Farbe bekommen, glaube ich. Ich sehe ein bisschen aus wie ein Pfirsich, der lange, lange im Wasser gelegen hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Den müsst ihr mir, glaube ich, einfach vertrauen. Die Deckkraft ist durch diesen Schwamm so ein bisschen gleichmäßiger geworden. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, ich gehe erst mit einem normalen Schwamm rein und dann ohne hier... mit neuem Produkt zu arbeiten, einfach nochmal rüber, weil diese Textur einfach für eine sehr ebenmäßige Textur auf der Haut sorgt. Ich bin ja sonst nicht die größte Schwammmaus, was die Drogerie angeht, weil ich einfach mittlerweile so viele habe und ich, also anders, ich bin nicht die größte Maus, die Schwämme aus LEs kauft, weil ich einfach schon so viele Schwämme zu Hause habe und meiner Meinung nach einfach irgendwann auch mal genug ist. Ich habe, glaube ich, einen Lebensvorrat an Beauty Sponges hier. Aber ihr seht es, die Base ist gleichmäßig verteilt. Ich sehe ziemlich, ziemlich blass aus. Aber das ändern wir jetzt. Und das muss ich euch zeigen, weil das einfach genau für sowas gut funktioniert. Wenn ihr einen Cream Bronzer habt und Probleme habt, den einzublenden mit einem Pinsel vielleicht, funktioniert das mit so einem Schwamm sehr, sehr gut. Ich arbeite mir das hier rein und dann mit dem Schwamm hier rüber. Dadurch habt ihr einfach einen super weichen Blend schon. Schaut mal, einfach hier rüber. Bumm, Produkt ist drauf und zwar gleichmäßig verblendet, ohne diese Streifen. Ne? Oft ist das Problem bei so Pinseln, dass die vielleicht Streifen erzeugen. Also wenn ihr nichts aus der LE mitnehmt, außer diesen Schwamm, weil ich, also bei mir gab es noch super, super viele Schwämme. Die Schwämme sind meistens, oder diese ganzen Tools sind meistens die Produkte, die länger da liegen. Schaut euch das an, es ist gleichmäßig, ohne dass ich irgendwo eine harte Kante habe. Und ihr könnt halt immer wieder hier rüber gehen, könnt das aufbauen. I love it. Also dieser Schwamm hat mir damals schon gut gefallen. Ich glaube, Real Techniques hat auch welche. Die gibt es aber nicht immer in der Drogerie. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, da vorbeizukommen an der Drogerie und euch den Schwamm mitzunehmen, wirklich ist ein Must-Have dieser Schwamm. Ganz, 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 ganz toll. Was es noch gibt, und das habe ich gestern schon bei TikTok getestet, ist ein Blush.
Den tragen wir jetzt auch gleich auf. Der ist aber ein bisschen anders, als ich ihn mir gewünscht hätte. Er ist aber nicht schlecht. Das ist der Aura Blush, was auch immer Aura Blush heißt. Die Verpackung ist ein bisschen anders geworden als früher von Essence. Wir haben jetzt hinten hier auch so ein bisschen texturiert. Das ist jetzt so ein Milchplastik geworden. Aura Blush für betonte aprikotfarbene Wangen. Abracadabrikos heißt die Farbe. Es ist sehr süß. Es ist ein süßer Aufblick auf das Produkt. Es ist so eine kleine Aprikose mit drauf und er riecht. Er riecht tatsächlich und er gibt mir so ein bisschen Flashbacks an die Fall Back into Nature Palette. Liebes Essence Team, please, bitte, der Herbst ist bald da. Wir müssten jetzt langsam anfangen, diese Palette wieder neu rauszubringen. Das war meiner Meinung nach ein Meilenstein in der Drogerie. Und da war unter anderem auch so ein bisschen andere Farben drin. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen leid, diese rosanen Blushes zu sehen. Und das ist natürlich meine Farbe, die habe ich so persönlich auch noch nie in der Drogerie gesehen. Meine Angst war ein bisschen, dass sie etwas weißeln wird, weil sie natürlich doch schon sehr hell ist und hier in der Mitte auch ein sehr heller Weißanteil mit drin ist. Und wenn wir uns überlegen, wie so eine Farbe entsteht, Aprikot ist nichts anderes als Orange mit viel Weiß. Und das sieht man hier auch. Er weißelt also ein bisschen, beziehungsweise je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Der ist aber sehr subtil. Wir tragen ihn gleich auf. Vorher brauche ich ein bisschen Concealer. Und auch hier beim Concealer, er saugt so gut wie nichts auf, sodass ihr die meiste der Kraft einfach auf eurem Gesicht behaltet. Schaut euch das an, das ist... Ich weiß nicht, warum ich so lange diese Schwämme nicht mehr benutzt habe. Und ihr kennt die Mengen Concealer, die ich sonst benutze, ne? Ich nehme jetzt hier einen fluffigen Pinsel, gehe hier rein. Du brauchst ein bisschen mehr, weil der sehr subtil ist. Das ist, also, das kann ich halt nicht als Kritikpunkt ansehen an einem Blush, der subtil schon von physikalischen Eigenschaften ist, ne? Weiß ist immer ein bisschen weniger. Deswegen fixiere ich damit auch meine Base. Also ich setze mir den Blush auf die unfixierte Base. Es riecht sehr gut, sehr mild. Also ganz, ganz leicht. Nicht so, dass ich denke so, puh, was ist das denn jetzt? Und ihr seht es? Ihr seht wenig. Aber das ist genau das, was ich an so einem Aprikosenblush so schön finde. Klar, du hättest auch einen Blush nehmen können, der ein bisschen intensiver ist, aber dann wäre es orange gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist es nicht mehr so Aprikot und ihr könnt damit einfach ein bisschen mehr arbeiten. Und ihr habt so einen richtig schönen Flush of Color auf der Wange. Und jetzt mein Hack ever. Ich blende nochmal ein bisschen den Concealer hier aus. Fixiere ganz, ganz leicht und kann dann... Und das ist so toll mit dem helleren Teil hier, weil der natürlich so einen großen Weißanteil hat, einfach auch hier unten so ein bisschen arbeiten. Was haben wir dadurch? Color Correction. Das ist nämlich so ein rosy peachy Ton, der natürlich optisch auch so ein bisschen auffällt. Es ist sehr, sehr fein. Es staubt nicht. Der ist sehr fest gepresst und funktioniert dadurch ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht. Im Alltag sieht man das, ne? Das gleicht natürlich so ein bisschen die Farbe der Haut aus. Ganz, 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 ganz toller Blush. Auf der anderen Seite gibt es auch einen Highlighter. Der ist leider kaputt gegangen beim Transport. Nein, er ist komplett rausgefallen. Aber umso besser. Da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Ist ein gebackener Highlighter, glaube ich, ne? Ja, ist ein gebackenes Produkt. Die sind immer ein bisschen... empfindlicher. Es ist eine Menge drin, so sehen wir auch mal den Querschnitt. Make-up-Wissenschaften mit Maxim. Okay, der ist sehr glitzerig. Also das ist der glitzerndste Highlighter, den ich kenne. Deswegen gehe ich nur ganz leicht hier über meine Augen rüber. Auf der Wange habe ich gerade einen Besucher. Wenn ich den jetzt anglitzer, dann strahlt er wie eine Disco-Kugel. Mir persönlich ist der schon zu glitzernd. Entweder ich liebe ja die von Rival Loves Me, ne? Diese, die so ein bisschen aussehen wie die Diamond Bombs von Fenty. Oder einen sehr, sehr soften Highlighter, wenn ich überhaupt noch Highlighter trage, außer Liquid Highlighter vielleicht irgendwie drunter gemischt. Der ist mir zu grob glitzernd, aber dafür kann man den super, super gut einfach so ein bisschen über die Augen dusten für so einen... Das ist ein guter Lidschatten. Das ist einfach ein ganz toller Lidschatten, um das Auge so ein bisschen anzuhighlighten. Hat so einen leichten, also kaum wahrnehmbaren, orangenen Touch. Unglaublich schön. Wirklich intensiv. Ich gehe jetzt mit ein bisschen hier von dem Orange hier in der Mitte einfach in die Lidfalte und habe so einen ganz subtilen, kaum wahrzunehmen. Ich glaube, subtil ist das Wort des Videos heute. Wer herausfindet, wie oft ich subtil gesagt habe, der kriegt ein Geschenk. Zart. Ist eine zarte Kollektion. Da erwarte ich jetzt auch nicht, dass ich danach aussehe, als hätte ich, weiß ich nicht, mit einer Aprikose rumgeknutscht. Der Highlighter ist persönlich nicht so meins. Er ist aber sehr pigmentiert. Ihr habt eine Menge mit drin. Deswegen, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, wenn euch sowas interessiert. Ich muss den jetzt hier nur mal wieder ein bisschen... rankriegen. Gehe mir einmal schnell so ein bisschen durch meine Augenbrauen. Es ist so früh am Morgen für mich. Ich habe noch nicht mal meinen zweiten Kaffee getrunken, aber ich will auch nicht immer meckern, aber im Moment ist 4 Wochen vor der Hochzeit so ungefähr. Süß! Ich sehe aus wie ein kleiner Pfirsichjunge. Finde ich süß. Okay, wir haben noch was für die Lippen. Den Swirl Lip Gloss. Sehr, sehr hübsch sieht er aus. Mit Vitamin E, mit Jojobaöl,
Shiny Pink Lipgloss. Glänzender pinker Lipgloss mit Jojobaöl und Vitamin E. Okay, ist selbstverständlich vegan. 18 Monate haltbar. Das finde ich ist viel für ein Lipgloss. Ich glaube nicht, dass der 18 Monate hält. Hier sind ja auch nur 6 Milliliter mit drin. Aber wir haben recht klassisches, mittlerweile Catrice Essensfüßchen. Es riecht sehr gut. Nicht so wie der Aprikosenblush, sondern eher so ein bisschen zitrischer. Ich würde sagen, der ist sehr pigmentiert. Sehr, sehr pigmentiert. Habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich dachte, dass der eher so ein bisschen zarter wird. Finde ich aber ganz cool. Ihr kennt mich ja mittlerweile schon so ein kleines bisschen. Ich kombiniere zu sowas ja immer gerne einen etwas dunkleren Lip Liner, damit es nicht ganz so verrückt aussieht. Aber irgendwie fühle ich es gerade. Also auch, also dieses Blushing, ne, das ist ja genau meins. Es geht so ein bisschen in diese bronzy Blush-Richtung. Mag ich super, super, super gerne gerade. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut, fühlt sich gut an. Ist halt ein Lipgloss mit sehr, sehr viel Farbe. Aber eine Empfehlung, die ich euch gerne mit auf den Weg geben will, ist das Jelly Lip Care Produkt. Es ist eigentlich eher so eine Gel-Lippenpflege. Sie sagen nicht, dass es ein Öl ist. Es ist auch ein bisschen dicker. Also es ist schon fast wie so ein Wackelpudding bisschen. Eine ganz zarte Farbe, aber High Shine. Also hoher Glanz, unglaublich spiegelnd schon fast. Und sehr ergiebig. Ihr habt ein riesengroßes Füßchen. Es ist nicht so viel Produkt mit drin, muss man dazu sagen. 2,5 Milliliter, das ist schon fast nichts. Die Verpackung ist süß. Es ist so ein, ach Mensch, das kann man mal mitnehmen. Ihr süßen Mäuse. Ich hoffe, ihr verzeiht mir heute dieses etwas spontanere Video. Aber, also, wenn ihr mich fragt, der Blush, wenn ihr auf so einen wirklich ganz hauchzarten Ton steht. Es gibt so einen Freckles Pen. Ihr kennt meine Meinung mit Freckles Pens. Finde ich süß, wenn man schon eigene Sommersprossen hat. Ich habe keine Sommersprossen, ich hätte gerne Sommersprossen, aber wenn ich mir jetzt welche aufmale, dann sieht man, dass ich sie mir aufgemalt habe. Ne? Also das, weiß ich nicht, ist nicht so meins, aber jedem das Seine. Uns das meiste, ihr süßen Mäuse. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.